Wieso verstören? Ich habe schon mal was gesehen. Ja, das stimmt. Ja, Jedi Academy, einfach durchziehen, kommt, Mitternacht. Beziehungsweise plus minus 15 Minuten, würde ich mal schätzen. Je nachdem, wie sich AGQ benimmt, kann das auch plus minus eine Stunde sein. So, Rex Rowland, Experimental Surgeon. Ein, ja, wie sagt man, educational, also ein lehrerisches Spiel. Es soll Werte vermitteln. Sogar ein Spiel aus einer ganzen Spielereihe. Und ich nenne euch mal die anderen Namen, die anderen Spiele. Von schlecht nach gut. Das erste ist Päckchen, ne? Marlon. Erstmal nichts Besonderes. Das zweite ist Captain Novolin. Der wird schon besser. Und das dritte, Bronchi the Bronchiosaurus. So, kommentiert das Ganze übrigens von Private, der es gerade schon vorgelesen hat. Da haben wir noch Sabel. Und meine Wenigkeit. Erwartet bitte jetzt kein eingehendes Kommentar, weil das Spiel ist einfach Routing und hier wird nochmal erklärt, warum das denn schlecht ist zu rauchen. Und das Spiel soll einem einfach aufzeigen, wie schlecht Rauchen und Tabak für die Zähne und den Körper sind. Und darum geht es in diesem Spiel. Übrigens, die böse. Übrigens, die böse Tabakindustrie will den Doktor. Namen vergessen schon wieder, ich hab gerade eben gesehen. Ey, auf jeden Fall den Hauptprotagonisten aufhalten. Denn der Hauptprotagonist könnte das aufdecken. Jake Westboro ist der Hauptcharakter. Jake Westboro. Ich bin auch wie so eine. Ob das eine Anspielung auf Marlboro ist? Ja, wer weiß. Was er machen muss, er muss halt so Karies wegschrubben und dann gewisse Items öffnen. Eigentlich, ja. Eigentlich, so. Kann er macht halt. Er macht halt nur bestimmte Items, die schon draußen liegen, und geht dann durch. Ja. Also, er wurde geschrumpft, um halt Dinger zu bazillen, Viren, kranken Sachen. Ich weiß nicht, ob, wenn man raucht, wirklich Roboter in einem drin sind. Ja, nur wenn man einen Doktor in sich drin hat, den die Tabakindustrie aufhalten möchte. Ich glaube, das ist das politischste Spiel ganz GDQ. Was er auch gerade sagt, wenn mehr als drei Gegner auf dem Bild, also im Spiel sind, neben dem Hauptcharakter, fängt das Spiel einfach an zu laggen. So gut ist das gemacht. Jake Westbro ist der raucht. Also. Seitdem er 15 Jahre alt ist. Oh nein! Und deswegen ist er so krank. Und Rex Ronan ist in ihn reingegangen. Dr. Rex Ronan. Was man übrigens gerade sieht, ich glaube, man ist gerade in der Luftröhre und in der Speiseröhre, die ist verklebt wegen Kaugummis, Rauchen, schlechter Ernährung. Ach, oben! Ach, man sieht oben rechts, wo man sich gerade befindet. Das ist ein cooles Feature, ja, nice. Ich meine, so an sich ist es ja eigentlich ziemlich interessant. Muss ja, ich deswegen ja mal sagen, so vom Körper aus her. Also, ich rauche, so sieht das immer aus, wenn ich in den Spiegel sehe, weiße Zähne, aber die Robbe ist ganz anders. Hat schon so ein bisschen hypnotisierend, wenn es in die rechte Lunge fliegt. Die rechte Lunge fliegt. Mhm. Das ist auch das Bild, auch wir beginnen die rechte Lunge. Die Lunge, aber die Lunge fliegen geht nicht. Auch das Politische auf dem SNES, nö. Kommt mal durch den Anus raus, wir haben gesehen. Wer weiß. Wahrscheinlich. Vielleicht wurde er auch einfach ausgepisst. Ja, aber, Nein, er kommt nachher aus dem Ohr raus. Das ist langweilig. Wir machen mal weiter. Ach, so, Urin ist übrigens steril. Ja. Also, ja. Falls ihr mal was desinfizieren müsst, ne, Urin ist steril. Boah, das könnte so richtig. Wir könnten so richtig. Ja, wir könnten so ein. In der Blase steril. Das heißt du schon, ne? Wir machen Awful Games. Blog und wir machen Awkward Commentary Blog. Ja, Awkward, wir machen ja so richtige Science Facts. Warte mal kurz, ich hole mir mal so Papier ganz kurz. Raschelt man mal so ein bisschen hier so mit Papier. Raschel, Notizen, ja. Willkommen bei Gesundheit mit Germensch. Germensch. Ich bin Dr. Professor Soboso Witch. Oh mein Gott. 2 Minuten Pause. Ja. Das Atmen. Muss man doch so Kreide an der Tafel, so krrrt. Ja. Nein, oder so. Nein, nein, Joey, aus. Böse. Böses Weser. Ihm ist ein nicer Kommentar. Ihm ist ein nicer Kommentar. Wie? Hallo, Ihm ist ein nicer Kommentar, wie? Von der Neisigkeit her.
Der Rachenrumpf. Okay, wir haben weitere Gesundheitsfakten. Der Rachenrumpf eines Hundes ist weniger keimbelastet als der eines Menschen. Weiß. Aber wir gehen wieder zurück, by the way. Ja, wir müssen noch einen anderen Lungenflügel, oder? Ich denke, ja. Ja. Also das, was ich gesehen habe, ja. Also bitte Doktor, Professor, Name. Ja, stimmt, tut mir leid. Ja, tatsächlich, man wechselt einfach den Lungenflügel, sehr gut. Aber was ist das Grüne in dem Lungenflügel? Das wird bestimmt irgendwo mal... Leim, natürlich. Aber im Lungenflügel. Ja, du, wenn du hustest, was kommt denn bei hoch? Ja, ich hab gedacht, das wäre tatsächlich... Ich wusste nicht, dass die Lunge sich verschleimt. Oh, ich hab gelernt. Natürlich, also normalerweise ist es so, dass die Lunge sich, wenn du rauchst, mit Teer füllt und halt aber auch Schleim produziert, um das halt gegenzuwirken, ne? Ja. Ich bin Raucher, du musst das wissen. Ja gut, man merkt vielleicht an meiner Stimme, dass ich nicht Raucher bin. Sonst wäre ich wahrscheinlich nochmal eine gute Ecke tiefer. In dem Spiel gibt es auch sowas wie Trivia-Fragen. Wenn man diese beantwortet und richtig hat, dann werden alle Gegner in dem Level getötet. Und hat man sie falsch, wird man selbst, kriegt man selbst Schaden. Das ist... Okay. Das ist auch gut. Ja. Darauf erstmal eine rauchen. Ich finde irgendwie auch cool, einfach diese random Wissenschaftsbegriffe der Schaden einfach irgendwie einfach reingehauen, so, yeah, cool, das Kind wird's merken. Auch gerade gesagt, er bekämpft gerade aktiv Cancer, also Krebs, was ja eigentlich die Thematik des ganzen GDQs ist. Also, eigentlich auch nochmal, auf einer gewissen Ebene lustig, es lacht gerade keiner, aber auf einer gewissen Ebene ist das lustig, müsst mir glauben. Ja, Mario-Fan, wir haben vorhin die anderen Spiele aus der Serie vorgestellt von diesen Lernspielen und darunter auch Captain Nobuli. Und vor allem, nie vergessen, Bronchi the Brachiosaurus. The Bronchiosaurus, schon. Voll das Meta-Game, ja. Ja, stimmt, ist eigentlich ziemlich Meta hier. Stimmt, deswegen aufgenommen worden, oder weil die sich noch was brauchten für den wirklich awful Games so quick. Ja. Aber man muss aber auch sagen, es spielt wahrscheinlich in der leichten Zukunft, weil man halt einfach Krebsstrahle, okay, und Stromstrahle und Roboter, aber hauptsächlich Krebs, Antikrebsstrahle. Ja, das ist ja auch ein gutes Thema für dieses AGDQ. Wir kämpfen den Krebs ja. Was auch ganz thematisch richtig ist, es gibt weißen Krebs und schwarzen Krebs. Was auch ganz wichtig ist, dass das Spiel schlechter aussieht wird das eher als das auch davor. Bezeichnen, oder? Ja, immerhin hat es nicht so viele 3D-Ränder wie Subterra, ja. Es sieht sogar schlechter aus als Subterrania. Ja, auf jeden Fall. Subterrania war aber noch. Ich mochte das Subterrania. Das ist ein SNES-Spiel und Subterrania war ein Genesis-Spiel. Ja, man muss dazu aber auch sagen, der ehrliche Erwin war, ich glaube, mit Abstand schlechteste Spiel von der Grafik her, was ich heute gesehen habe. Oder im gesamten NVIDIA gesehen hat. Wahrscheinlich, ja, bis jetzt auf jeden Fall. Keine Angst, es kommt noch Bart gegen die Space-Mutanten, das wird noch mal schlechter werden. Ich weiß, sind wir jetzt in der Blutbahn. Das sind Cholesterine. So, ja, wahrscheinlich raucht er nicht nur, sondern ist auch dauernd bei hier Fast-Food-Marker einfügen. Ja, das waren gerade die Arterien, die haben wir gerade abgeschlossen. Ab ins nächste Level. Hier ist mir im Herz. Ja, Eingang des Herzen. Yep. Bisschen komisches Herz, aber naja, ist egal. Warum ist der... Warum ist der Typ noch nie einfach an inneren Blutung gestorben ist, weil diese Roboter haben ja einfach Klingen an den Rädern. Ja, oder diese... Der muss sich ja irgendwo halten. Ja, aber er rammt das ja im Herz ein, also... Ja, aber er durchbricht das Herz ja nicht damit. Ja, wer weiß. Er hat ja so einen lila Anzug an, ja, aber die Roboter haben ja diese Klingen. Ja, das weiß ich. Ja. Ja, wenn du genau hinsiehst, durchspricht er das ja nicht ganz. Und das ist jetzt eine Thrombose, die man eigentlich jetzt bekämpfen müsste. Ich muss alles da wegmachen, oder? Er muss hier alles wegmachen, was hier auf dem Bildschirm ist. Ja. Deswegen hat er diese Waffe aufgenommen, weil er einfach viel zu schießt. Das Problem ist, es respawnt auch teilweise. Deswegen ist diese Schnellfeuerwaffe hier halt am besten. Ich setze das wieder zu, ne? Ja.
Weil was man nicht sieht, ist, der Körper arbeitet ja im Hintergrund noch. Er liegt ja nur im Sterben, er ist ja nicht schon tot. Herz für Käse. Das ist tatsächlich kein Käse, sondern ein Herz. Angeblich. Entschuldigung, ganz kurz leise, ich bin einfach so geflasht, das ist einfach so stumpf. Also Entschuldigung, das muss ich sagen, nach ehrlichen Erwin habe ich gedacht, so okay, komm, so schlimm wirst du es nicht, aber nee. Nach dem ehrlichen Erwin könnte eigentlich mehr viel kommen, aber das... Ja, irgendwie ist das stumpf. Aber wie heißt denn dieser eine Cartoon da, mit der so mega beliebt war, wo man auch, also wo die Hauptcharaktere auch in so einen Körper reingehen? Weiß nur, Körperchen erklären. Es war einmal das Leben. Was also, meinst du, es war einmal das Leben? Ja, das könnte sein, ja, tatsächlich. Ist so schön das Leben, so, ist so schön, ja, ja, so schön das Leben. Fühlst du es in dir? Song Percent. Song Percent, alles klar. Es war einmal der Mensch, es war einmal das Leben, ja. Jetzt weiß ich endlich, warum ich aktuell nicht schlafen kann. Das Männchen nimmt hier was reinigt, trampelt zu sehr. Ja, oder die Roboter der Tabakindustrie, die das stoppen wollen, dass du gereinigt wirst. Entschuldigung, ich muss mal über diesen Satz ganz kurz drüber hinwegkommen. Die Roboter der Tabakindustrie, die in deinem Körper sind, um zu stoppen, dass ein anderer geschrumpfter Mensch gerade aufdeckt, dass Rauchen schlecht ist. Also das ist halt echt ein Plot, wo ich sagen muss, guck mir kurz meinen Aluhut. Zum einen, wie? Ich meine, wenn er reingegangen ist, um diesen kleinen Körper zu retten vom Tod durch Zigaretten, wie haben die anderen es geschafft, ihre Roboter da reinzukriegen? Ja, über die Zigaretten. Er reingegangen ist. Über die Zigaretten? Ja, 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 voll clever. Ja, der und hat nicht die Zigaretten geraucht, der hat die gegessen. Wahrscheinlich. Denkt dran, wenn ihr raucht jetzt, da sind überall kleine Roboter drin, damit, falls irgendwann mal ein Mensch in euch reingeht, er aufgehalten werden kann. Aber wie geht's zum Gehirn? Ja, wir sind ungefähr gerade auf der Höhe vom Mund. Ich bin so froh, dass es dabei ist. Ich hab mich noch nie so sehr gefreut, dass das Spiel vorbei ist. Was denn? Das ist doch cool, Mann! Ja, das Final-Level im Gehirn. Ja. Synapsen sind das jetzt. Synapsen sind auch beschädigt. Genau. Er hat zwar keinen Krebs mehr, hat zwar nichts sonst mehr, aber seine Synapsen sind ganz schön beschädigt. Weil Rauchen ist sehr schlecht. Für alles. Wie gesagt, ich bin Raucher, ist Stand. So, da haben wir gerade seine Nikotinsucht bekämpft. Übrigens, falls ihr mal irgendwas loswerden wollt, keine Ahnung, eine Erinnerung an einen schlechten Film, eine Beziehung oder, keine Ahnung, eine Sucht irgendwie oder einfach eine Zuneigung für, einfach mit so einem Laserschrubber einfach mal so ein Teil vom Gedächtnis wegballern. Das kann überhaupt nichts rauslasern. Einfach mal so eine Lobotomie, das kann überhaupt nichts schiefgehen. An dieser Stelle übrigens, wie gesagt, wir haften keine Schäden. Also allgemein, wenn ihr jetzt irgendwie was macht, was ihr hier im Stream gehört habt, wir haften für nix. Also, unser Anwalt hat gesagt, wir sollen das sagen. Da hat sich mal einmal gedacht, ja okay, da hat sich, ja stimmt, das ist eine gute Sache, vielleicht hat jemand den Cartoon gesehen, dachte sich so, boah, machen wir mal ein Spiel draus, wir haben aber die Lizenz nicht und wir stehen volle Kanne auf LSD. Lass mal einen Plot machen. Ja, er kann ja auch ein bisschen durchklippen, indem er einfach diesen Sprungtritt macht, klippt er durch Wände durch, warum nicht? Ja, weil er muss ja quasi durch das Gehirn durch, ne? Ja. Einfach Rex und Ronin callen. Ach cool, es gibt eine Quote. Ja, genau. Ich bin schon in keiner Haftung für etwaige Folgeschäden. Ja, genau. Danke, Weser. Falls du mal durch Rauchen Lungenkrebs hast, who you gonna call? Rex Ronin. Dr. Rex Ronin. Dr. Rex Ronin. Denn er deckt auf, dass die Tabakindustrie tatsächlich verheimlichen möchte, dass Rauchen schädlich ist. Aber gut, warte mal, 1994, das stimmt, da war das noch gar nicht so, ich sag mal, in dem Allgemeinen drin, ne? Und ich weiß noch so, die alten 90... Ja, aber so 1960 oder so, diese ganzen alten, die gucke ich ganz gerne manchmal, weil die einfach sehr absurd sind. Da wurde Rauchen ja einfach als das Geil, das
harte, so was man halt macht in Clubs oder in Bars, um dazuzugehören, ne? Also, na, das war halt ein Standard und halt auch ein Lebensstil, den man da hatte. Und man hatte Geld. Wenn du Kippen hattest, hattest du Geld. Ja, da muss man sagen, das war ein würde ich sagen, ist dann Pech und dann hat man auf jeden Fall einen neuen Anzug. Ein Menschenanzug. Ja, da hat man, ja. Ja. Das, also vielleicht hat er ja einen Anzug, vielleicht ist der Leader der Anzug ja ein anderer Mensch. Der auch in ihm war, was? Das kann man so auf so vielen falschen Seiten verstehen. Wer raucht, dem ist es doch eh vollkommen. Ja, deswegen gibt es dieses Spiel, damit das aufgezeigt wird, dass das sehr schädlich ist. Ich hoffe, ihr lernt jetzt von diesem Spiel. Die finale Nikotinsucht, die wir jetzt besiegen müssen. Und das ist das Kleine, was man da im Hintergrund sieht, was er da wegschießt. Ja. Übrigens ist es auch wichtig, ihr habt mehrere Phasen von Nikotinsucht. Also wenn ihr denkt, ihr hört jetzt auf mit dem Rauchen, denkt daran, das ist ein Boss mit 3 Phasen. Und Teil. Und das Projekt ist completed. Das Geld ist vollständig. Und es ist time, übrigens. Ja, Run ist vorbei. Ja. Und schade. Ja. Exkurs in den Körper. Kommen. Wir kommen aus dem Ohr raus. Easy aus dem Ohr raus. Man muss auch sagen, das Ohr ist überhaupt nicht mit dem Gehirn verbunden, aber also mit irgendeinem Durchgang. Aber ja, hey. Doch. Bei Rex One schon. Das Spiel nicht noch 1 Minuten länger dauern können, dann hätte ich den Nadel wohl sein Mittag essen können. Du kannst du ruhig nochmal, wird bestimmt noch 2-3 Minuten dauern. Vielleicht essen wir doch zu Ende. Wer ist denn jetzt als nächstes dran? Gucken wir doch mal nach. Es ist Zylo und Weser. Ja, cool, dann sind wir ja weiterhin gut unterhalten. Das hätte ich übrigens bei jedem gesagt. Dann bleibe ich einfach hier. Okay. Ja, cool, das finde ich auch sehr gut. Zylo war doch Hauptkommentar. Was? Frag Weser. Okay. Ach, das ist Simpsons Moin. Bart vs. Halloween. Hey. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Also, wer von euch hat Bock auf Trash Games? Hatten wir nicht gerade welchen? Moment, ich hab was verpasst. Wir sind Game Over übrigens. Der ehrliche Erwin war Qualitätsgame. Der ehrliche Erwin war zu viel auf jeden Fall. Dann herzlichen Glückwunsch, Private, du hast den Preis gewonnen. Du darfst nicht hier bleiben.